Hallihallo, schön, dass du da bist. Wenn du Unternehmer, Unternehmerin, selbstständig, Freiberufler oder Freiberuflerin bist und jetzt in der aktuellen Lage, in der Corona-Krise Angst um dein Business hast und gleichzeitig in puncto Online-Marketing, Online-Kommunikation noch nicht so ideal aufgestellt bist, dann ist dieses Video was für dich. Denn du erfährst hier, was du beachten musst, wenn du gerade jetzt in der Krise in deiner Online-Kommunikation deine Kunden erreichen möchtest, insbesondere in Form von Videos, Podcasts, Webinaren, Online-Vorträgen. Denn wenn dich die Leute sehen, du zu ihnen sprichst, dann ist es nochmal viel nahbarer, bist du viel greifbarer für deine Kunden und deine Interessenten. Und das ist gerade jetzt in der Krise wichtig, wo doch viele Termine abgesagt wurden, viele Geschäfte zu haben und da ist es ganz, ganz essentiell, dass du präsent bleibst, dass du den Kontakt zu deiner Zielgruppe hältst und im allerbesten Fall sogar verstärkst. Das heißt, hole die Leute da ab, wo sie sich im Moment aufhalten und das ist im Internet. Bleib dran. Schön, dass du da bist. Ich bin Janine Thieling und ich stehe für das große Thema überzeugend auftreten. Überzeugend auftreten in Vortrag, Präsentation, Meeting, Besprechung und genauso in der Online-Kommunikation. Und um die geht es uns in diesem Video. Denn jetzt in der aktuellen Situation, wenn du noch dazu Unternehmer, Unternehmerin, vielleicht Einzelunternehmer, Freiberufler bist, selbstständig bist und Angst hast, dass aufgrund dessen, dass jetzt viele Termine abgesagt wurden, dass es wirtschaftlich gerade nach unten geht, dass Aufträge vielleicht storniert wurden, dass Geschäfte zu haben, vielleicht bist du selber davon betroffen, dass dein Geschäft im Moment zu hat, dass du im Moment nicht die Kunden hast, wie du sonst hast, dass du Angst hast um dein Business, weil du Sorge hast, wie du Einnahmen generieren sollst, wie es künftig weitergehen soll. Vielleicht hast du Angst, dass dir die Kunden abhanden kommen, dass du im Moment keine neuen hinzugewinnst und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht wichtig, dass du gerade jetzt präsent bleibst. Und da es jetzt für dich, wenn du dich bisher noch nicht so sehr mit der Online-Kommunikation befasst hast, dass du jetzt die Zeit nutzt, um endlich in die Gänge zu kommen. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sich schon lange sagen, ja, ich müsste mal, ich müsste ja Videos machen. Ich weiß, ein Podcast wäre gut. Ich weiß, ich brauche eine Facebook-Seite und müsste da präsent sein, dies und jenes tun. Dann mach es bitteschön jetzt. Jetzt ist deine Zeit. Nutze die Zeit. Hole die Menschen da ab, wo sie im Moment sind, wo sie sich aufhalten. Das ist überwiegend im Internet. Wir haben unterschiedlichste Social-Media-Kanäle und Möglichkeiten, wo du dich genauso aufhalten kannst und die Menschen, die zu deiner Zielgruppe gehören, treffen kannst. Positioniere dich jetzt als Experte in deinem Bereich online, wenn du es noch nicht tust. Baue deinen Expertenstatus weiter aus. Etabliere dich als Experte. Fahre deine Online-Kommunikation hoch. Stärke dadurch die Bindung auch jetzt in der Krise zu deinen Kunden und Interessenten, wo die Offline-Kontakte ja gerade gar nicht stattfinden. Da kannst du trotzdem in Kontakt bleiben und du kannst die Bindung sogar verstärken, wenn du jetzt verstärkt auf Videos, auf Podcasts, auf gesprochenes Wort setzt und Bild, was du im Internet verbreitest. In Videos, Podcasts, Webinaren, Online-Vorträgen bist du viel, viel näher dran aus meiner Sicht als in nur geschriebenen Beiträgen. Da menschelt viel, viel mehr. Du bist viel, viel greifbarer für deine Zielgruppe. Du stärkst die Bindung, du bleibst im Kopf, du bleibst präsent und du kannst dich auch durch die Kommentarfunktionen in den Social-Media-Kanälen mit deiner Zielgruppe austauschen. Du bleibst in Kontakt. Gewinnst neue Interessenten und vielleicht sogar auch in der Krise neue Kunden. Du bleibst bei deinen Kunden im Kopf. Nutze das.
Und da jetzt meine Tipps für dich, was ist wichtig, damit du in Videos, Podcasts, Webinaren, Online-Vorträgen deine Kunden erreichst, zum Star in deiner Branche wirst. Und das Gute, all das, was ich dir jetzt sage, das kannst du auf deine komplette Marketingaktion, auf alles, was du so tust, online wie offline übertragen. Das gilt nicht nur für Videos. Doch mein Tipp ist, geh jetzt raus mit Videos, bleibe den Leuten auch bildlich in Erinnerung. Und am Ende dieses Videos, am Ende meiner Tipps, habe ich noch eine besondere Einladung für dich. So, worum geht's? Tipp Nummer 1, was brauchst du, damit du deine Kunden erreichst? Du brauchst deine Positionierung. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe verschiedene Themen, Felder, in denen ich beruflich aktiv bin. Und es ist oftmals gar nicht so leicht, sich da mal wirklich festzulegen und sich spezifisch auszudrücken und zu formulieren und für sich das wirklich nochmal klar zu machen, was sind denn die essentiellen Punkte, die mich als Unternehmer auszeichnen, was sind die Themen, bei denen ich meinem Publikum wirklich helfen kann, wo ich mein Geld auch verdiene. Heißt, bei deiner Positionierung überlege dir, was sind die Probleme deiner Kunden und was bekommen sie durch deine Leistung, deine Dienstleistung als Friseur, als Kosmetikerin, als Fotograf, als Webdesigner, als Grafiker, als Anwältin, als Yogalehrerin. Was ist der Mehrwert durch eure Zusammenarbeit, wenn du Trainerin bist, Coach und so weiter? Betrifft nahezu jede Branche. Und finde so durch die Gegenüberstellung, was sind die Probleme deines Kunden oder das Anliegen, die Bedürfnisse, wo hilfst du ihm weiter und in welchen neuen, glücklichen, zufriedenen Zustand bringst du deinen Kunden? Und so findest du deine Positionierung raus. Was machst du? Was zeichnet dich aus? Bring es kurz und bündig auf den Punkt, damit du dann auch weißt, worüber du sprechen kannst. Damit du auch wirklich deinen USP findest. Es gibt vielleicht viele, für die das Gleiche anbieten wie du, doch du bist einzigartig. Du hast deine eigene Note. Du bringst vielleicht verschiedene Qualifikationen und Ausbildungen zusammen. Das hebt dich ab. Das heißt, überlege dir genau deine Positionierung. Überlege dir dann dein Ziel. Wo willst du denn mit deiner Online-Kommunikation hin? Möchtest du lediglich präsent bleiben? Möchtest du neue Interessenten gewinnen? Möchtest du neue Kunden gewinnen? Möchtest du bei deinen Interessenten, bei deiner Zielgruppe, bei deinen Kunden etwas bewirken? Sollen sie in eine Handlung kommen? Das können mögliche Aspekte eines Ziels sein. Überlege dir genau, Punkt 3, wer ist denn deine Kundschaft? Wer sind deine Interessenten? Was sind das für Menschen? Sind das Männer? Sind das Frauen? Welchen Alters sind diese Leute? Haben die einen bestimmten Beruf? Und so weiter. Gibt es verschiedene Merkmale. Überlege dir ganz genau, wer ist deine Zielgruppe? Und dann, wie kannst du bei dieser Zielgruppe in deinen Online-Beiträgen dein Ziel erreichen? Da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, welche Sprache musst du sprechen? Wie musst du deine Themen darbieten, damit du bei deiner Zielgruppe dein Ziel erreichst? Ganz wichtig, sich zu überlegen, wie spreche ich die Zielgruppe an? In Form von bestimmten Themen, aber auch in Form von Wortwahl, in der Sprache, die du benutzt. Überlege dir Themen, mit denen du dein Publikum abholst. Und diese Themen rühren daher, wenn du dir überlegst, A, was sind die Probleme meiner Kunden und B, was ist die Top-Lösung, der Top-Zustand, den die Kunden dann durch unsere Zusammenarbeit haben. Zum Beispiel, wenn du Bewerbungscoach bist, dann ist der Kunde jetzt vielleicht unglücklich in seiner aktuellen Situation. Er weiß nicht, wie er seine Bewerbungsunterlagen machen soll, wie er zum Vorstellungsgespräch gehen soll. Und durch eure Zusammenarbeit kriegt er erstmal Einladungen zum Vorstellungsgespräch, weil seine Bewerbungsunterlagen top sind. Und er verkauft sich im Vorstellungsgespräch echt authentisch, richtig gut und kriegt dann seinen Traumjob. Und
Anhand dieser zwei Gegenüberstellungen kannst du dir deine Themen überlegen, die du in deinen Videos, in deinen Webinaren, in deinen Podcasts und so weiter aufgreifst. Überlege dir auch genau zu deinem Ziel passend den Call to Action. Was soll dein Kunde, dein Zuhörer, dein Zuschauer machen, nachdem er dein Video gesehen hat? Überlege dir in puncto Zielgruppenansprache auch, wie baust du deine Beiträge am besten auf? Da gibt es verschiedene Gliederungsmöglichkeiten in mehreren Schritten. Mach einen guten Einstieg, einen guten Schluss, das sind die wichtigsten Elemente. Und dazwischen hast du auch noch einen Block, wo du dir überlegen kannst, wie gut gliedere ich das Ganze, wie strukturiere ich das? Das heißt, wirf nicht einfach einen Wust an Inhalt hin, sondern mach dir Gedanken über einen guten roten Faden, mit dem du dein Publikum abholst, deines Ziels entsprechend und dann zu etwas hinführst am Ende deines Beitrags. Und dann ist es natürlich noch wichtig zu wissen, wo hält sich deine Zielgruppe auf? In welchen Social Media Plattformen beispielsweise, in welchen Netzwerken? Wo triffst du da deine Leute, damit du dort dann gezielt deine Beiträge streuen und verbreiten kannst? Ist es LinkedIn, ist es Xing, ist es beides, ist es Instagram, ist es Facebook, ist es Twitter und so weiter und so fort. Das heißt, für dich nochmal, nutze jetzt diese Zeit, bleibe präsent, krempel die Ärmel hoch und lege jetzt richtig los. Mit den Anhaltspunkten, die ich dir jetzt genannt habe, wenn du dich damit auseinandersetzt, bist du wirklich gut aufgestellt. Und wenn du jetzt kommt meine Einladung an dich, dir sagst, okay, die Punkte sind gut und schön, aber wie finde ich denn jetzt nun genau meine Positionierung raus? Wie finde ich denn nun genau raus, wer überhaupt meine Zielgruppe ist? Ich habe ja so viele Kunden, so viele verschiedene. Wie finde ich denn jetzt nun genau raus, wie ich so ein Thema überhaupt aufbaue, gliedere, strukturiere? Was ist denn ein guter Einstieg und ein guter Schluss? Was ist denn ein Call to Action? Was ist überhaupt mein Ziel? Und wie rede ich meine Zielgruppe an? Und wie geht das mit diesem Storytelling überhaupt? Und wie nehme ich so ein Video auf und wie verteile ich das? Dann komm in meinen kurzfristigen Schnellstarter-Umsetzungs-Workshop jetzt am Montag und Dienstag. Der findet online statt. Bei dir zu Hause, in deinem Wohnzimmer, in deinem Büro, wo auch immer du dich aufhältst und ich hier bei mir im Büro. An beiden Tagen, Montag und Dienstag, zweitägig von 10 bis ca. 17.30, 17.45 Uhr, lernst du all diese Dinge von mir, damit du richtig durchstarten kannst. Du machst bereits im Workshop eine Themensammlung, du arbeitest dir aus, wer ist dein Kunde, welche Sprache muss ich sprechen, welche Themen muss ich wie aufbereiten, wie kann ich die strukturieren, was sind für meine Kunden guter Einstieg, guter Schluss. Und du wirst auch mindestens ein Thema inhaltlich im Workshop schon ausarbeiten, dass du dann allerspätestens am Mittwoch dein erstes Video aufnehmen kannst. Und dann wirklich loslegen kannst mit deiner Online-Kommunikation, wenn du schon im Netz unterwegs bist und Beiträge über dein Business bisher machst, dann ist jetzt deine Chance, deine Zeit, das nochmal ein bisschen höher zu fahren. Sehr, sehr gerne nehme ich dich dabei an die Hand, zeige dir, wie das geht, helfe dir, die ersten Themen auszuarbeiten, damit du wirklich schnell in die Umsetzung kommst und den Fokus nach vorne richtest, auf deine Möglichkeiten, auf deine Chancen richtest und nicht auf die Krise. Denn das hilft dir nicht so sehr weiter. Guck nach vorne und gucke, wie du auch jetzt neue Kunden und Interessenten gewinnst. Klicke auf den Link, den ich hier unter dem Video poste und in der Videobeschreibung nochmal drin habe. Melde dich an zum Seminar. Super Krisen-Spezial-Kursgebühr 447 Euro brutto, das heißt all inkl schon inklusive Mehrwertsteuer. Das ist meine Einladung, mein Angebot an dich. Klick auf die Seminarbeschreibung, lies dir da gerne nochmal alles durch, melde dich zum Kurs an bis spätestens Sonntagabend und dann legen wir am Montag 10 Uhr zusammen los. Ich freue mich auf dich
Und ich drücke dir die Daumen wirklich, dass du gut durch diese Zeit kommst, dass du da positiv durchkommst mit einem guten Gefühl, trotz aller Umstände und dass du dein Business am Laufen hältst und dass es bald wieder richtig, richtig weitergeht. In diesem Sinne, bis bald, mach's gut, eine schöne Zeit dir, deine Janine.